الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Prophet Muhammad صلوات ربي وسلامه عليه sagte beeilt euch mit guten Taten beeilt euch mit guten Taten. Fitanen kaqita'i layli al-mudlim. Versuchungen wie die dunkle Nacht. Die Person steht auf als Mu'min und übernachtet als Kafir. Übernachtet als Mu'min und steht auf früh als Kafir. Die Person verkauft ihre Religion für diese Sachen der Dunya, das wird das diesseitige Leben. Das Hadith ist bei Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen und empfohlen, dass wir uns beeilen mit guten Taten. Und diese guten Taten sind bekannt. Die sind im Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und bekannt bei uns Muslimen überhaupt. Damit fast jeder Muslim kennt die guten Taten und kennt die schlechten Taten. Und der Prophet ﷺ hat uns befohlen, er sagt uns mit anderen Wörtern, passt auf und beeilt euch, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit geben, es werden Versuchungen kommen. Und wenn man nicht bewaffnet ist mit guten Taten, dann wird man durchfallen. Dann wird man in diesen Versuchungen fallen. Und dann wird man eventuell auch die Religion verlassen. Weil diese Fitnen, diese Versuchungen, die können zwei sein. Unklarheiten im Herzen, in der Überzeugung und in den Taten, Handlungen der Person. Wenn die Religion nicht auf Basis des Wissens basiert ist, dann kommt die Versuchung schnell in die Herzen von den Leuten. Und wenn das Herz diese Versuchung, diese Fitna aufgenommen hat, angenommen hat, dann ist es sehr schwer, dass die Person diese Versuchung verlässt. Und diese Versuchungen sind sehr gefährlich. Einige Leute, weil sie den Islam nicht gelernt haben, haben Schlechtes getan. Und haben falschen Weg genommen. Warum? Weil sie gedacht haben, sie praktizieren richtig, aber nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Sollen wir euch erzählen, verkünden, wer sind diese Leute, ihre Taten, sind die Vereitelten, sind die Schlimmsten, die gedacht haben im Leben, dass sie Gutes getan haben. Aber am letzten Tag, sie werden وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sie haben viel getan, wie die Berge. Dann kommen sie am letzten Tag und diese Berge, sie werden zu Staub. Das bedeutet, ihre allen Taten, was sie getan haben, werden von Allah nicht angenommen, weil einige von ihnen das nur als Angeberei und Augendienerei praktiziert haben und die anderen, die haben das nicht auf dem Weg der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktiziert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnt uns, damit wir aufpassen, weil wenn diese Versuchungen kommen, dann gibt es viele Leute, die durchfallen und die nicht auf dem richtigen Weg bleiben. Aber wenn man auf dem richtigen Weg festbleiben will, dann muss man sich bewaffnen mit guten Taten. Mit guten Taten. Mit Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Mit Taten, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Einige tun gar nicht. Wenn der Tod aber kommt, wenn der Engel des Todes kommt, dann sagen sie, hatta Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hatta idha ja'a ahadahumul maut. Das wird bis der Tod zu einem von ihnen kommt, der Engel des Todes. Der sagt, Rabbi irji'un. Oh mein Herr, lass mich zurück zum Leben. La'alli ya'amalu salihan fi ma tarak. Vielleicht, oder ich werde sicher Gutes tun. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, keinesfalls, nein, kalla.
Allah hat dieses Wort gesagt, wenn jemand stirbt, dann wird er nicht wieder zum Leben kommen. Und du kannst das nicht mehr ändern. So muss man aufpassen, liebe Muslime. Einige Leute verkaufen ihre Religion für eine Frau oder für Geld oder für Begierden des Lebens. Und diese Leute sind von den Verlierern. Deshalb verkaufe nicht deine Religion und sei nicht von diesen Leuten. Abel ist ja Muslim, aber früh ist er Kafir, wal-iyadu billah. Und dies kann der große Kufr sein oder der kleine Kufr. Das heißt, er verkauft die Religion überhaupt. Einige Leute waren in ihren Heimatländern, waren sie Betende, waren sie Leute, die Allah gefürchtet haben. Die waren in Moscheen, als sie in diesen Ländern oder zu diesen Ländern gekommen sind, dann haben sie alles verlassen. Das Gebet, Taqwa, die Moschee, alles haben sie verlassen. Warum? Weil er leben will. Hast du nicht gelebt? Oder, wal-iyadu billah, andere, die sind bereit, alles aufzugeben, nur, dass sie reich werden. Oder, dass sie vermögend sind. Und die Armen, die haben nicht verstanden, Allah gibt Rizq. Und Allah nimmt und Allah gibt, subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat versprochen, wenn du Allah fürchtest, dann wird Allah dich befestigen und du wirst fest bleiben auf dem Weg. Wenn nicht, dann hast du alles verloren. Einige Leute haben behauptet, dass sie Allah lieben. Allah hat dann Koran herabgesandt. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt ihr mir. So wird Allah euch lieben. Das wird mehr, als was ihr denkt. Ihr behauptet, Allah zu lieben. Wenn ihr dem Propheten Muhammad s.a.w. folgt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch lieben. Eure Sünden verzeihen und Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala wird euch dafür belohnen, dass ihr dem Propheten s.a.w. gefolgt habt. Deshalb, wenn man sagt, ich liebe Allah, dann gibt es ein Zeichen dafür. Und Zeichen deiner Liebe zu Allah ist, dass du dem Propheten s.a.w. folgst. Folgst du dem Propheten mehr? In allen Bereichen, nicht nur im Gebet. Nicht nur im Gebet. Nicht nur in der Moschee. In allen Bereichen des Lebens musst du dem Propheten s.a.w. folgen. Auf der Straße, auf der Arbeit, in der Familie, in der Moschee, in der Praktizierung der Religion, in allen Bereichen. Wie hat er sich verhalten? Wie war er vom Charakter? Und das wollen wir. Diesen Weg wollen wir. Und so wirst du dich retten vor diesen Versuchungen, die wir im Leben haben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ. Das bedeutet, leistet Allah Gehorsamkeit. Leistet dem Propheten s.a.w. Gehorsamkeit. Wenn sie das nicht tun, wenn sie sich davon abwenden, Allah, dann Allah liebt nicht diejenigen, die Kufr begehen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das bedeutet, wie dein Befolgen des Propheten s.a.w. ist in deinem Leben, so bestätigst du deine Liebe zu Allah. Und wenn du diese Liebe bestätigst, dann wirst du auch in diesen Versuchungen festbleiben. Badiru bil a'mal. Das bedeutet, beeilt euch in guten Taten. Ihr wisst nicht, was später kommt. Heute bist du gesund, morgen krank. Heute hast du Vermögen, morgen nicht. Heute kannst du lernen, morgen nicht. Das heißt, jetzt und an der Stelle in dieser Dunya sollte man sich beeilen, sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und derjenige, der Allah fürchtet, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Wort, in Tat, in Handlungen, im Herzen. Wenn man das nicht macht, dann wird man ein enges Leben haben, schweres Leben haben. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Leben besser machen.
Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Allahumma sihdata bainina wa allim baina qulubina wa adina subhala salami wa nijina min al-zulumati ila al-nur. Allahumma nusul islamu a'izza al-muslimin. Allahumma thabbit al-muslimina fi kulli makan. Allahumma nusulhum ala aduhim ya rabbil alamin. Allahumma kun ma'ahum wa la takun alayhim ya rabbil alamin. Allahumma khfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.